Mein Nachbar streut gerade noch. Wir haben den Bürgersteig schon gestreut, weil hier ist es spiegelglatt und man kann eigentlich gar nicht rausgehen. Und was macht man, wenn man gar nicht vor die Tür kann? Man backt was Leckeres. Man könnte auch bügeln, aber backen macht viel mehr Spaß. Und da habe ich jetzt mal geguckt, was ich alles noch so zu Hause habe. Zuckermehl, Eier, das hat man ja eh immer da. Und ich habe noch Birnen gefunden. Und da mache ich jetzt eine leckere Schokoladenbirnentat. Uns zum Kaffee, weil wir wollen heute nicht mehr rausgehen, aber noch was Leckeres naschen. Und für die Tat, für den Teig, brauche ich auch überhaupt gar nicht viele Zutaten. Margarine, gemahlene Mandeln und Mehl und ein bisschen Wasser. Und das verrühre ich jetzt einfach mit der Hand in einer Schüssel. Dafür gebe ich mein Mehl hier rein, die Mandeln, die gemahlenen Mandeln. Verrühre mir die ein bisschen und knete mir dann die Margarine darunter, bis der Teig so ein bisschen krümelig ist. Einfach hier rein. Das könnt ihr so mit den Fingern machen, das muss man nicht in der Küchenmaschine machen. Ich den jetzt hier abbekomme. Hier ist noch was drin. Und dann wird er erstmal richtig schön krümelig. Und dann gebe ich Wasser dazu, so 6 Esslöffel Wasser. Alle Zutaten findet ihr natürlich unten in der Infobox, beziehungsweise den Link dazu. Das verlinke ich euch, damit ihr euch das in Ruhe angucken könnt. Und der ist so schnell gemacht. Und wenn ich den Teig jetzt verknetet habe, dann geht der einmal für 10 Minuten ins Gefrierfach, damit er schön kalt wird. Und dann lege ich da die Tartform mit aus und kann dann auch schon die Füllung fertig machen. Bis der Teig so ein bisschen weich ist. Also schön verrührt und schön weich. Bevor ich jetzt meinen gekühlten Teig ausrolle, muss ich mich erstmal bei euch bedanken für 5000 Abonnenten. Ich bin total überwältigt, das ging jetzt alles so schnell, zeigt mir aber, dass es euch bei mir gefällt, dass ihr meine Rezepte gerne seht, mich gerne seht und dass ich alles richtig mache. Und deswegen mache ich jetzt weiter mit meiner Schokoladenbirnentat und dafür rolle ich jetzt meinen Teig, den ich ja gerade im Gefrierfach hatte, einmal aus, sodass der in meine Tartform passt, die ich jetzt gerade schon eingepinselt habe mit Margarine, damit der Kuchen auch nachher schön rauskommt. Und dann rolle ich mir jetzt erstmal den Teig hier auf Mehl aus und ich habe euch gerade die Zutaten gar nicht oder beziehungsweise die Angaben der Zutaten gar nicht gesagt. Das waren 200 Gramm Mehl, 60 Gramm gemahlene Mandeln und 120 Gramm Margarine und 6 Esslöffel Wasser, die ich da zusammengeknetet habe, eben mit der Hand und das ging ja auch wunderbar. Ich muss noch ein bisschen Mehl darunter machen, damit er mir hier nicht anklebt. Der ist jetzt richtig schön durchgekühlt in der Zeit, die der im Gefrierschrank war. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich den auf die Größe der Backform bekomme. Und dann lege ich mir den da rein und den Rest kann ich mir ja zurechtschieben. Jetzt komme ich mal hier rüber. So. Und dann knetet ihr euch den so oder drückt euch den so schön an den Rand, dass der ganze Rand schön hochgezogen ist. Und den steche ich jetzt dann auch mit der Gabel nochmal ein, um da ganz viele Löcher reinzumachen. Stell den so lange in den Kühlschrank, damit er mir schön kalt bleibt. Und mach dann die leckere Füllung fertig. Die kommt nämlich gleich da rein und dann kann der schon in den Backofen. Und so schnell hat man sich was Leckeres gebacken, wenn es draußen also kalt ist. Den Tartboden habe ich jetzt in den Kühlschrank gestellt, damit er schön kalt bleibt und mit der Gabel ja eingestochen. Den Backofen habe ich vorgeheizt auf 200 Grad Ober-Unterhitze und jetzt mache ich schnell die Füllung fertig. Und zwar verrühre ich jetzt 100 Gramm Butter mit 100 Gramm Zucker schön cremig und dann kommen die anderen Zutaten dazu. So, jetzt habe ich alle Zutaten zusammengemischt und zwar nachdem die Butter und der Zucker schön cremig gerührt waren, habe ich die 4 verquirlten Eier dazu gegeben. Und wenn euch dann die Butter ein bisschen am Rand,
oder am Topfrand hängen bleibt, mach das einfach mit dem Spachtel zwischendurch einmal los und lass die Eier schön cremig unterrühren. Und dann kommen 200 Gramm Mandeln und 4 Esslöffel Backkakao dazu. Die könnt ihr so nach und nach einfach dazugeben. Und ganz zum Schluss könnt ihr mit unterrühren oder eben zum Schluss da reingeben 6 Tropfen Bittermandelaroma. 6 müssen wir mitzählen. So. Und dann verrührt ihr euch den Teig nochmal und dann habt ihr so einen schönen cremigen Schokoladenteig. Und der kommt jetzt auf den Kuchen. Den hole ich jetzt mal aus dem Kühlschrank. So. Da seht ihr auch noch mal meine Löcher, die ich da reingemacht habe. Und jetzt gebe ich die Creme einfach hier drauf und verstreiche mir das dann schön. So lecker. Hier alles rausholen. Und den kann man kalt essen, aber den kann man auch schön warm servieren. Ist das auch lecker. Und dann geht der gleich für eine halbe Stunde in den Backofen. Und in der Zeit hat man ja wieder ein bisschen Zeit, weil man kann ja immer noch nicht raus. Es ist ja immer noch eisekalt draußen. Und auf Bügeln habe ich immer noch keine Lust. Mache ich noch eine leckere Schokoladensoße. Die kann man dann so richtig schön da drüber geben. Oder ihr könnt die mit Schlagsahne, mit geschlagener Sahne anrichten. Das ist ja auch lecker. Jetzt brauche ich mal irgendwas zum Abstreichen, damit ich hier nichts an Teig verschwende. So, und dann nehmt ihr euch die Birnchen und verteilt die auf dem Kuchen und drückt die so ein bisschen in den Teig ein. Und dann kann der Kuchen auch schon in den Backofen. Sieht doch jetzt schon lecker aus. Dieses Schokoladige mit der Birnenfrucht, das schmeckt so lecker. Ganz toller Genuss. Und dann mit der leckeren Schokoladensoße. Kann ich nur empfehlen. Hier haben wir eine Mitte. Hier habe ich noch eine kleine. Die kommt dann auch noch mit da rein. So, ab in den Backofen. Und weil wir ja die leckere Schokoladensoße dazu essen möchten oder dazu servieren möchten, die aber auch der Birnentart etwas näher kommen soll, deswegen nehme ich dafür 100 Milliliter von dem Birnensaft. Den müsst ihr euch dann vorab schon mal abschütten, also den Birnensaft nicht wegschütten, und gebe den hier in meinen Topf zusammen mit 50 Gramm Zucker und 4 Esslöffel heller Sirup, also diesen hellen Sirup, und setze mir das auf. So, jetzt bräuchte ich noch, läuft. Und lass das eine Minute, also jetzt ganz, ganz langsam erstmal erwärmen, bis der Zucker sich so ein bisschen auflöst, und lass das eine Minute einkochen und gebe dann 175 Gramm grob gehackte Schokolade und 25 Gramm Butter dazu. Also wenn das aufgekocht ist, eine Minute, dann nehme ich den Topf einfach vom Herd runter oder mache den Herd aus und gebe dann da die Schokolade und die Butter zu, rühre das schön um und lass die einfach darin schmelzen. Das ist so lecker. Und jetzt kommt mal gucken. Ich muss ein bisschen aufpassen. So, jetzt kommt mal gucken. Und dann seht ihr, dass die Tarte, also die Creme innen drin, schon schön aufgeht. Und ich habe noch 13 Minuten, dann ist auch der leckere Kuchen fertig. Und bis dahin habe ich auch die Soße fertig. Da ist die leckere Schokoladenbirnentarte und die Schokoladensoße ist auch fertig. Und den mag ich natürlich mit euch anschneiden. Der Kuchen ist jetzt noch lauwarm. Ich habe den Rand ein bisschen hochgedrückt. Also wenn ihr den mal nachmacht, macht den Rand nicht ganz so hoch. Dann ist sie schön gleichmäßig auch mit der Creme. Bricht mir das nämlich hier nicht ein bisschen weg. Jetzt hole ich die mal hier raus. So lecker. Und ich habe die natürlich, als der Kuchen fertig war, so ein paar Minuten abkühlen lassen und dann gestürzt. Dafür habe ich mir einen Unterteil von der Springform genommen und einfach hier draufgelegt. Da passiert überhaupt gar nichts. Stürzt das und dann wieder
auf eine Kuchenplatte oder eben auf so ein Kuchengitter. Und hier ist die leckere Schokoladenbirnentat. Und dann habe ich ja hier noch, und die dampft noch ein bisschen. Seht ihr das? Ist noch schön warm. Und schmeckt auch total lecker warm. Und hier ist die leckere Schokoladensoße mit dem Birnensaft. Die gebe ich jetzt so ein bisschen hier drüber, damit das richtig lecker aussieht. Und das schmeckt so gut. Total lecker. So, das Rezept verlinke ich euch natürlich unten in der Infobox. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich esse jetzt mit meinem Mann zusammen lecker ein Stück Kuchen und ich glaube, dann gehe ich doch bügeln. Bis dahin, eure Bea. So, kriegst du auch ein Stück.